Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Diskussionsabend zum Regierungsprogramm im Bereich Gesundheitspolitik. Mein Name ist Thomas Cipionka. Ich arbeite hier am Institut im Bereich Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik und das IHS. Wir haben uns verschrieben einer Forschung im Interesse der Öffentlichkeit. Wir wollen also Forschungsagenten, die für die Gesellschaft in Österreich und Europa wichtig sind, aufgreifen und mit wissenschaftlichen Mitteln bearbeiten. Und dazu gehört auch, einen Austausch zu pflegen zwischen Wissenschaft, Politik, Bevölkerung. Und das wollen wir unter anderem mit solchen Veranstaltungen tun. Wir sind sozusagen Kooperationspartner der weißen Wirtschaft in diesem Fall. Ja, guten Abend, grüß Gott. Freue mich, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Sie wissen, wir als Weiße Wirtschaft versuchen, sagen, Sachverstand, sachliche Diskussionen zu führen und eine Plattform dafür zu bieten. Und das Regierungsprogramm ist sozusagen ein aufgelegtes Thema, sich dem zu widmen. Das ist sehr oft vage formuliert, teilweise die Dinge nicht klar gewichtet, was aber der Diskussion keinen Abbruch tut. Und daher wollen wir hier eine Diskussionsreihe starten zu wichtigen Themengebieten, heute Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik und anders als Sie vielleicht aus den Fernsehformaten kennen, weniger den politischen, parteipolitischen Aspekt in den Vordergrund stellen, sondern den sachorientierten machen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich eine spannende Diskussion, spannende Unterhaltung und bin schon gespannt, wie das Regierungsprogramm hier von den Experten bewertet wird. Experten bewerten das Regierungsprogramm auf den Prüfstand. Schönen guten Abend, ich bin nur der Moderator. Ich bleib gleich sitzen, damit wir möglichst wenig Zeit verlieren. Darum geht's. Seite 112 bis Seite 116 im aktuellen Regierungsprogramm. Gesundheit. Bevor wir jetzt darüber reden, ob es wenig oder viel ist, es ist ungefähr gleich viel quantitativ wie in den letzten Regierungsprogrammen, in den letzten beiden zumindest.